liegt ein Dringlichkeitsantrag der SPD-Stadtratsfraktion vor zur Bebauung der Grundstücke Flurnummer 137 und 138. Das ist die Einbogenflur, das sind ja noch zwei unbebaute Grundstücke. Hier stellen wir fest, dass die Dringlichkeit nicht gegeben ist, weil die Baugenehmigung im nächsten Planungsausschuss behandelt werden kann. Wir haben ja 3 Monate Zeit. Im Übrigen gibt es auch inhaltlich keine Dissens, weil wir die Baugenehmigung nicht erteilen werden und bereits das Anhörungsverfahren eingeleitet haben. Das heißt, wir haben bereits mitgeteilt, dass wir die Baugenehmigung nicht geben werden, sondern dass, aber es ist ja dann so, dass der Bauwerber noch mal zu hören ist. Herr Werner? Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das hört sich nicht schlecht an, das gebe ich zu. Würde mich auch freuen, wenn wir das auf dem Wege lösen, das Problem. Ich halte es für ein bisschen ärgerlich, die ganze Angelegenheit, und wir sollten halt miteinander schauen, dass wir das jetzt wirklich sauber bearbeiten, die nächsten Monate. Wir nehmen Ihre Aussage, dass die Baugenehmigung nicht erteilt wird, zur Kenntnis. Das wird ja sicher im Protokoll auch so vermerkt. Ja, wird vermerkt, und auch, dass wir das Anhörungsschreiben, also das Schreiben zur Anhörung des Bauwerbers bereits rausgegangen ist und damit mitteilen, dass wir die Bauvoranfrage nicht, es ist noch kein Antrag auf Baugenehmigung, sondern auf Bauvoranfrage, dass der nicht positiv beschieden wird.